Hi, hier ist Anibinge und heute schauen wir uns diesen Anime an. In dieser Welt ist akademischer Erfolg alles, er entscheidet über deine Zukunft. Die Prüfungsräume werden zu einem unbarmherzigen Schlachtfeld. Wer die Prüfung besteht, hat eine erfolgreiche Zukunft. Wer durchfällt, kann sein ganzes Leben zerstören. Wir lernen unseren Protagonisten Tsukatsu kennen, der über gottgleiche Fähigkeiten zum Schummeln verfügt, was ihn zu einem C-Schüler macht. An seiner Seite ist seine Teamkollegin Koi, ein Mädchen, das über eine Kur auf Götterebene verfügt. Die beiden schreiben sich an der Schule rein, um die nationale Sonderprüfung der Universität zu bestehen. Sie haben nur ein Ziel vor Augen, Erfolg zu haben und genug Macht zu bekommen, um Tsukatsus Vater zu retten, der zu Unrecht inhaftiert wurde. Tsukatsu und Koi beginnen ihre Prüfung für Stufe 1 und wir lernen verschiedene Methoden des Betrugs kennen. Wir sehen, wie ein Schüler eine Drohne in einen Stift versteckt und sie zum Schummeln benutzt. Ein anderer Schüler benutzt ein Lineal, um die Antworten zu spiegeln. In der Ecke des Raums sehen wir einen Afroamerikaner, der einen Tischtennisball benutzt, um alle Antworten in den Raum zu stellen. Alles läuft nach Plan, doch plötzlich werden die meisten Schummelmaterialien der Schüler durch das Anti-Schummelsystem des Raums zerstört. Allerdings gelingt es nicht, die Drohne zu zerstören, die Koyos Antworten kopieren will, aber eine Peitsche aus Papier vernichtet die Drohne. Es stellt sich heraus, dass Tsukatsu die legendäre Shukatsu-Technik verwendet, bei der Papier als Waffe eingesetzt wird. Wenig später kratzt Tsukatsu etwas Graphit von seinem Bleistift ab und pustet es in die Luft, um damit die Infrarotsensoren im Raum zu entdecken. Dies ist jedoch kein Problem für Tsukatsu, da er eine Technik anwendet, um alle Infrarotsensoren im Raum zu zerstören. Nachdem man das Anti-Cheat-System zerstört hat, signalisiert Koi ihm, dass die Antworten vollständig sind und Tsukatsu benutzt seine Kontaktlinsen, um seine Sicht zu verbessern und kopiert so ihre Antworten mit Leichtigkeit. Nachdem sie Zeuge der Ereignisse geworden sind, erkennen die anderen Schüler, dass Tsukatsu ein furchtbarer Feind ist und sie beschließen zusammenzuarbeiten, um ihn zu Fall zu bringen. Innerhalb weniger Minuten verwandelt sich der Raum in ein Schlachtfeld, aber Tsukatsu stellt fest, dass sie ihm alle unterlegen sind. Er wehrt ihren gemeinsamen Angriff ab und beginnt, sie einen nach dem anderen auszuschalten. Tsukatsu wird von einem Schüler, Jun, angegriffen, der giftige Insekten als Waffen benutzt, aber sie werden von einer lauten Stimme unterbrochen, die sie wegbläst. Es stellt sich heraus, dass es sich um den Prüfer handelt, der die Posten der Schüler leitet. Im Handumdrehen merken alle Schüler, dass sie von dem Prüfer gefesselt wurden. Tsukatsu befreit sich von seinen Ketten und greift den alten Mann an, aber der weicht allen Angriffen von Tsukatsu mühelos aus. Entschlossen greift Tsukatsu weiter an, benutzt Papier als Waffe und schlägt mit Lichtgeschwindigkeit auf den alten Mann ein, aber der Prüfer weicht allen seinen Angriffen aus. Die Prüfung ist fast vorbei und der alte Mann ist sich sicher, dass die Schüler versagt haben. Er fällt zu Boden, als er herausfindet, dass Tsukatsu heimlich Johns giftigen Käfer in den Kürbis getan hat während der Angriff. Leider ist nur noch eine Minute übrig, aber Tsukatsu setzt eine Technik ein, um alle Antworten von Koi zu kopieren. Tsukatsu und Koi bestehen ihre ersten Prüfungen und werden Studenten der Universität. Später bespricht Tsukatsu mit Koi den Plan, der vorsieht, dass er die Universität mit Bestnoten abschließt und dann eine besondere Prüfung ablegt, um ein besonderer Absolvent zu werden, und nur dann kann er seinen Vater leicht retten. Während sie sich unterhalten, sieht Tsukatsu ein sehr hübsches Mädchen, Haku, und ändert seinen Plan, sie für sich zu gewinnen, um dann später seinen Vater zu retten. Am nächsten Tag erfährt Tsukatsu, dass die nächste Prüfung in einer riesigen Tundra stattfinden wird, in der die Temperatur unter 200 Grad fällt. Schon bald sind die meisten Schüler zu Eis gefroren, aber Tsukatsu hat eine Barriere, die ihn vor der Kälte schützt. Koi und Tsukatsu bestehen die Prüfung und Koi erinnert ihn beim Mittagessen an den Plan, aber er wird wieder einmal von Haku abgelenkt. Kurz darauf wird Haku in das Büro des Vertrauenslehrers gerufen und Tsukatsu erfährt, dass Hakus Betrugswerkzeug gefunden wurde. Im Büro leugnet Haku, eine C-Schülerin zu sein, aber der Vertrauenslehrer besteht darauf, dass ihr Papier ein Spickzettel ist. Er will ihn zerstören, um zu beweisen, dass Haku eine Betrügerin ist, aber Tsukatsu hält ihn mit seiner speziellen Technik auf. Er erklärt, dass Haku unschuldig ist. Der Stadtrat glaubt ihm nicht und beschließt, einen weiteren Test für sie durchzuführen. Wenn sie durchfällt, werden sie beide von der Schule verwiesen. Der Test beginnt und sein Schwierigkeitsgrad wird von Stufe 1 auf Stufe 5 erhöht. Tsukatsu schaltet den Berater ein, um Hakus Stift zurückzubekommen und den Rauswurf zu verhindern. Aber der Test ist schon vorbei und Haku hat eine perfekte Punktzahl erreicht, was beide vor dem Rauswurf bewahrt. Am nächsten Morgen machen die Schüler einen weiteren Test. Diesmal befinden sie sich in einem Flugzeug und müssen eine spezielle Brille tragen, um die Testfragen zu sehen. Die Prüfung beginnt, sobald das Flugzeug abhebt. Der Prüfer sprengt das Dach des Flugzeugs weg und alle Betrüger werden aus dem Flugzeug geworfen. Tsukatsus Brille wird weggeblasen, aber er benutzt eine Technik, mit der er den Wind kontrollieren kann. Er schafft einen windstillen Zustand und besteht die Prüfung, nachdem er die Brille eines anderen Schülers wiedergefunden hat. Später bedankt sich Haku bei Tsukatsu für seine frühere Hilfe und will sich am Sonntag mit ihm treffen, um einen Stift wie den, den sie hat, zu kaufen. Im Laden trifft er Shu, der ihm eine Reihe elektronischer Stifte empfiehlt, aber Tsukatsu lehnt sie alle ab und wählt einen ähnlichen,
wie den von Haku. In den Sommerferien lädt der Lehrer die gesamte Klasse zu einem Überraschungstest in ein Schwimmbad ein. Die Schüler werden von einem riesigen Schwimmbecken herausgezogen und der Test beginnt. Nachdem sie bemerkt haben, dass kein Prüfer in der Nähe ist, um sie zu beobachten, beginnen die Schüler zu schummeln, aber sie beginnen im Wasser zu versinken. Tsukatsu merkt schnell, dass der Prüfer ein Hai mit erhöhter Intelligenz ist. Um die Schüler einzuschüchtern, lässt der Prüfer einen Strudel aus Haien entstehen und greift sie an. Tsukatsu erkennt, dass Haku und Kui in Gefahr sind und setzt seine Technik ein, um sie vor den Haien zu schützen. Das Gehirn des Prüfers beginnt zu versagen und er beginnt, von der Eroberung der Welt zu sprechen. Daraufhin greifen die Haie Tsukatsu mit Laserpistolen an, aber stoppt ihren Angriff mit seinem Papier als Barriere. Wütend setzt Tsukatsu eine geheime Technik an, einen mächtigen Wirbelwind erzeugt und den Prüfer und seine Kollegen wegbläst. Kui beendet ihre Prüfung und wirft ihre Antworten zu Tsukatsu, der sie kopiert, um eine weitere Prüfung zu bestehen. Danach erleben wir, wie Tsukatsu sich in verschiedenen heftigen Kämpfen mit Chu auf der ganzen Welt engagiert. Tsukatsu wird schließlich von Chu besiegt und beschließt, die Universität aufgrund der Demütigung endgültig zu verlassen. Kui sucht einen ganzen Monat lang nach Tsukatsu, bis sie ihn in einem örtlichen Pin findet. Sie versucht, ihn zur Rückkehr an die Universität zu bewegen, aber Tsukatsu weigert sich zurückzukehren, weil Chu stärker ist als er. Kui bringt ihn zur Vernunft und überredet ihn, wieder zur Schule zu gehen. Ein paar Wochen gehen sie in das Gefängnisland, wo sein Vater gefangen gehalten wird. Sie erkunden den Wald und kommen zu einem Turm. Dort sehen sie einen maskierten Mann, der Tsukatsu sagt, die einzige Möglichkeit, seinen Vater zu retten, darin besteht, ihn zum Kampf zu besiegen, indem er die ultimative Tsukatsu-Technik anwendet, um ihn anzugreifen, aber der maskierte Mann macht alle Angriffe von Tsukatsu zunichte. Dann verspottet er Tsukatsu und behauptet, seine Techniken seien nicht so stark wie die Originaltechnik. Tsukatsu beginnt zu verzweifeln, aber Kui motiviert ihn. Er steht auf, um noch einmal zu kämpfen, aber der maskierte Mann entführt Kui und sagt Tsukatsu, dass er auf der Spitze des Turms auf ihn warten wird. Tsukatsu fährt mit dem Auto in den 105. Stock und findet dort den maskierten Mann, der auf ihn wartet. Der maskierte Mann spricht über die Beherrschung der Tsukatsu-Technik und stellt ihm dann eine Reihe von Aufgaben, um zu beweisen, dass er das Zeug hat, ein wahrer Meister der Tsukatsu-Technik zu sein. Die erste Herausforderung besteht darin, das Feuer zu kontrollieren. Er muss die Hitze in sich haben, was ihm auf eine alberne Art und Weise gelingt. Im nächsten Stockwerk muss er nicht brennbare und brennbare Gegenstände unterscheiden. Die dritte Aufgabe besteht darin, einen als Baum verkleideten Mann zu besiegen. Tsukatsu ist bereit für echte Action, aber er fällt auf die Knie. Der Mann erklärt ihm, dass er schwach ist, weil der Sauerstoffgehalt aufgrund der Höhe hoch ist. Tsukatsu wird also nicht in der Lage sein, mit voller Kraft zu kämpfen, wenn er nicht lernt, seine Atmung zu kontrollieren. Nachdem er von dem Baummann verspottet wurde, nutzt Tsukatsu das Wissen aus der vorherigen Herausforderung. Tsukatsu ist in der Lage, Feuer zu erhalten, er nutzt seine neu erwachte Fähigkeit von Wind und Wasser, um den Baummann zu besiegen. Er gelangt in die nächste Etage und zur letzten Herausforderung. Der maskierte Mann taucht wieder auf und verwickelt Tsukatsu in einen Kampf. Obwohl er das Feuer nicht kontrollieren kann, hört Tsukatsu auf den Maskenmann, der ihm sagt, er solle seine Windtechnik einsetzen, um das Feuer zu verstärken. Daraufhin erschafft er eine mächtige Technik und zerschneidet die Maske des Mannes in zwei Hälften. Tsukatsu erkennt, dass sich unter der Maske sein Vater befand, dem nach Beendigung seiner Ausbildung den Tsukatsu-Technik Stift gibt. Tsukatsu kehrt in die Universität zurück und fordert Chu zu einem Kampf heraus. Die nächste Prüfung findet an einem Wasserfall statt und nur wenn die Studenten die Fragen richtig beantworten, werden die Motoren ihrer Boote anspringen und dann können sie entkommen. Außerdem verrät der Prüfer, dass jeder Schüler, der die Prüfung nicht rechtzeitig schafft, den 3000 Meter hohen Wasserfall hinunterstürzen wird. Tsukatsu und Chu ignorieren jedoch die Prüfung. Sie stehen in der Luft und bereiten sich darauf vor, sich gegenseitig anzugreifen. Tsukatsu greift Chu mit Papieren an und schafft es nach mehreren Angriffen, Chus Gesicht zu zerschneiden. Das macht Chu wütend und er zerstört alle Papierangriffe von Tsukatsu, aber er gibt nicht auf. Der Kampf sorgt für Aufruhr im Wasser und Tsukatsu beschließt, die Feder seiner Familie im Kampf einzusetzen. Durch die Reibung zwischen der Feder und dem Papier erzeugt er Feuer und greift Chu mit einem großen Feuerball an. Chu setzt jedoch seine roten Seidenfäden ein, um Tsukatsus Angriff zu streuen und findet heraus, dass Chus Waffe seine Fäden sind, die härter als Stahl sind. Tsukatsu beschließt daraufhin, die Flammen in die geheime Technik Hukerenten zu manipulieren. Eine Technik, die nur von dem Meister in der Tsukatsu-Technik angewendet wird. Er erschafft winzige Feuervögel und setzt im Angriff an, doch Chu wehrt seine Angriffe ab und kontert seine Bewegungen mit seinen Fäden. Tsukatsu startet einen weiteren Angriff und einem seiner Vögel gelingt es, den Fäden auszuweichen und Chu fast zu treffen, aber er weicht gerade noch rechtzeitig aus. Während sie kämpfen, entdeckt Tsukatsu, dass Chu in einem riesigen Felsbogen zu stürzen droht. Er beschließt, das Duell zu beenden, rettet sie, indem er seine Wind- und Feuertechnik einsetzt, um den Felsbrocken zu zerstören. Trotz der Zerstörung des Felsens fährt Kui mit ihrem Boot in den Wasserfall hinunter und zwingt Tsukatsu, sie mit seiner Windtechnik zu retten. Er fliegt und fängt sie auf, aber sie stürzen zusammen in den Wasserfall hinunter.
Tsukasa hält sich an Kui fest, während sie weiter hinunterfallen, aber merkt, dass sie in der Luft schweben, nachdem sie Shuma seinen Faden gerettet hat. Tsukasa dankt ihm für seine Hilfe und verspricht, ihn beim nächsten Mal zu schlagen. Am nächsten Tag teilt Lehrerin U den Schülern mit, dass sie jetzt die Abschlussprüfung des ersten Semesters beginnt. Sie verkündet, dass diejenigen, die Prüfung nicht bestehen, von der Schule verwiesen werden, bevor sie den Prüfungsraum verlassen. Tsukasa macht sich Sorgen um die Prüfung, da keine Prüfer im Raum sind und alle Schüler beschließen, wachsam zu sein, da sie glauben, dass die Prüfer etwas geplant haben. Plötzlich schließen sich alle Fenster nacheinander und eine riesige Disco-Kugel erscheint in der Mitte des Raumes. Die Schüler finden heraus, dass es sich bei ihrem Prüfer um einen berühmten Synchronsprecher namens Katsuhira handelt, der mit seiner Stimme Illusionen erzeugt. Die Schüler versuchen ihn anzugreifen, aber er manipuliert sie mit seiner Stimme, damit sie sich Hals über Kopf in ihn verlieben. Er zieht die ganze Klasse in seinen Bann und bringt sie dazu, ihre geheimsten Träume zu offenbaren. Doch Tsukasa und seine Freunde können seiner Stimme widerstehen. Überzeugt davon, dass Tsukasa ein C-Schüler ist, konzentriert Katsuhira seine Angriffe auf ihn. Er beginnt Tsukasa mit seiner Stimme zu überwältigen, aber Shu kommt ihm zu Hilfe und zerstört die Schallwelle um Tsukasa mit seinen Faden. Shu verwickelt Katsuhira in einen Kampf, aber er ist dem Prüfer nicht gewachsen und wird von dem Schallwellen leicht besiegt. Katsuhira richtet seine Aufmerksamkeit auf Tsukasa, aber seine Schallwellen können ihn nicht erreichen. Tsukasa offenbart, dass er bereits eine hochrangige Technik aktiviert hat, die ein großes Vakuum erzeugt, das verhindert, dass Katsuhira Stimme ihn erreicht. Tsukasa startet darauf einen Gegenangriff mit einer geheimen Technik und besiegt den Prüfer. Jetzt muss Tsukasa nur noch die Antworten von Kui duplizieren, um die Prüfung zu bestehen. Doch bevor Tsukasa seine Technik aktivieren kann, taucht U auf und zerschneidet sein Prüfungspapier, was ihn überrascht. Mit einem Lächeln auf dem Gesicht verkündet U, dass sie zwar die Abschlussprüfung bestanden haben, aber die eigentliche Prüfung erst noch bevorsteht. U schnippt mit den Fingern und der Boden beginnt zu beben, als ein seltsames Gerät auf dem Boden auftaucht. Sie aktiviert das Gerät und schießt auf den Mond, sodass er auf die Erde fällt. Sie enthüllt, dass die Welt in wenigen Stunden zerstört wird, was die einzige Möglichkeit, dies zu verhindern, daran besteht, dass Tsukasa den letzten Test besteht. Stellt sich raus, dass U eine Außerirdische von einem anderen Planeten mit fortschrittlicher Technologie ist und dass dieser letzte Test dazu dient, zu sehen, ob die Erde stark genug geworden ist. Sie verrät, dass die Erde als ebenbürtig akzeptiert wird, wenn Tsukasa den letzten Test besteht. Ein Scheitern würde jedoch bedeuten, dass die Erde unwürdig ist und sie würde zerstört werden. Um einen Anreiz zu schaffen, nimmt U Haji gefangen und droht, sie zu töten, wenn Tsukasa sich weigert teilzunehmen. Obwohl er nicht versteht, warum einem Test so viel Bedeutung beigemessen wird, glaubt Tsukasa, dass es ein Spaziergang sein wird, aber er könnte sich nicht mehr irren. U aktiviert eine Barriere, die alle Fähigkeiten von Tsukasa außer Kraft setzt, als ihm offenbart, dass alle früheren Prüfungen dazu dienten, seine Schwächen zu beobachten und zu erkennen. Tsukasa ist hilflos und ihm wird klar, dass er die Prüfung ohne seine Kräfte nicht bestehen kann. Seine Freunde versuchen ihm zu helfen, aber U besiegt sie alle mit Leichtigkeit. Plötzlich tauchen alle Lehrer der vorherigen Prüfung auf, um die Erde zu retten, aber sie werden alle von U leicht besiegt. Der Mond kommt der Erde immer näher und Tsukasa beginnt, die Hoffnung aufzugeben, aber Kui muntert ihn auf und sagt ihm, dass er nicht allein ist. In diesem Moment unterbricht Juns Käfer die Energieversorgung der Barriere, während Anri U ablenkt. Sie merkt, dass sie in Juns Welt gefangen ist und Tsukasa ist verblüfft, wie stark ihre Freundschaft ist. Er gewinnt seine Fassung zurück und aktiviert seine stärkste Technik. Tsukasa absorbiert das Feuer und den Wind in seinen Körper und taucht in eine extrem heiße Flamme ein. Er verwandelt sich in eine brennende Sonne und zerstört das Gerät, das den Mond anzieht, mit einer Handbewegung. Und besiegt dabei U und rettet Tsuhaku und die Welt. Vielen Dank fürs Zuschauen. In der Beschreibung findet ihr alles, was ihr wissen müsst.